weiteren Folge LS 15 auf unser Multiplayer-Projekt. Und mit dabei wieder unser Virus 29. Hallo Virus. Hallo. Ja, wir waren ja Häcksler mit dran. Wir haben in der letzten Folge endlich mal unsere neue Häcksler zum Einsatz gebracht. Und Virus ist ein bisschen am Kartoffeln bei dem komischen großen Feld da. Genau. Aber ich weiß auch nicht, sollen wir es wirklich ganz abhandeln? So weit geht's ja nicht mehr, ich habe schon. Bei Reihe, ja. Sind das nur 50. Ja, eben, sieht er. Ich sehe schon das Ende vom Feld. Ende vom Feld, aber nur in der Länge, nicht in der Breite. Ach, so schlimm ist es gar nicht irgendwie. Okay. Ich möchte das ausbauen, was jemand uns hier eingebrockt hat. Ja, ist gut. Ich habe die letzte Folge schon zugegeben, ich habe es vorletzte Folge schon zugegeben. Wir reiten halt gerne drauf rum. Ja, du weißt aber, es kommt alles irgendwann zurück, ja? Irgendwann. Lieber spät als früh. Das jetzt noch fragen wir, aber in dem Fall mache ich mir gar nicht Ausnahmen. Oh, okay. Ich tue dafür richtig zum Teil ein bisschen großzügig die Wenden, dass ich das mal nicht gleich alles erwische. Ah, wenn ich 5 Stück stehen bleibe, das ist das Personal was. Oh, hoppla. Wenn es da nur 5 Stück wären. Aber wenn es 15 sind, ist auch nicht schlimm. Ja! Auf jeden Fall mehr geerntet wie auf dem anderen Feld. Auf Feld 36 im Zug rüber. So, dein Mann denkt sich, wieso fährt er rückwärts? Weil er vergessen hat, den Blattschläger einzuschalten, oder? Weil sein Gerät voll ist, aber. Genau, weil der Ernte voll ist. Oh Mann, ey. Und ich habe eine ganze halbe Länge habe ich gemacht, wo ich es gemerkt habe. Ich habe dir vorher gesagt, aber das ist ja bei meinem Häcksel. Und auf der Anzeige, das gilt ja da nicht, weil sowas natürlich auch. Aber dann muss ich einfach mal einen Blick auf die Anzeige werfen. Ich habe nur geschaut, dass er vorne schön die Blätter weghaut. Aber dass er hinten ja auch noch was hat, naja. Ich stelle mir gerade vor, wenn du jetzt nicht mehr überlegst, du müsstest ihn echt haben. Also der darf einfach mal einen halben Tag weiterfahren. Und der Bunker wäre halt auch schon 2 Stunden voll. Nee. Echt hätte ich ja auch keine Anzeige. Da würde ich mich auf den Wagen selber konzentrieren. Nicht vorne auf den Blattschläger. Das würde ja dann hinten überquellen, das würdest du dann merken. Naja, ich weiß es nicht. Eigentlich schon. Ja, eigentlich schon, ja. Sagst du es eigentlich? Aber naja, ich denke mir, werde das nie rausfinden. Doch, ihn einmal schon. So, ich bin fertig. Bitte? Ihn einmal dann schon. So, wieder senken. Ich glaube, einschalten. Wie? Haben wir noch und dann ist der Mais weg hier. Okay. Nur 200.000 Einheiten oder 200.000 Liter. So, ab zur BGA. Ich wollte gerade sagen, hörst du, dann haben wir Fahrzeuge hupen. Ja, wir haben alle Fahrzeuge hupen. Ja, ich habe gedacht, im Sinne von. Oh nee! Jetzt habe ich ganz kurz auf H gedrückt und schon hat er also ausgeschaltet, der Helfer. Ja, perfekt, der funktioniert auch nicht. Leider. Ich wollte eigentlich gar nicht, ich wollte ja. Naja, warst du falsch, da stirb ich. Genau. Die Maschine abschalten. Ah, der läuft noch. So. Link. Ja, ganz cool, warum immer werden wir einen Hänger? Das ist ganz speziell. An der nächsten Aufnahme müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir irgendeinen Anstrich haben.
Was haben? Schiff wieder dabei haben. Jo. Und ich brauche irgendjemand, der die BGA leer schaufelt. Okay, das war jetzt aber ganz speziell gerade. Was? Meine Schaufel war oben. Und Menü war nur heben. Wie, was? Ja, mein Häcksler war hat der hochgeklappt gehabt, der Helfer. Ja. Und ich konnte aber nur heben. Hey, also stimmt hier nicht der Fall. So hebt er nicht. Aber ich konnte nur heben wählen. Obwohl es eigentlich senken hätte müssen. Ja. Musste ich zumal zuerst heben drücken, dann ging er erst senken. Das ist irgendwie kurios, das war ja aber in der Düngersteuer letzte Folge, wo dann nicht aufgelegt anders. Ja. Irgendwie. Und jetzt hat er, und jetzt, obwohl er hinten läuft, oder? Okay, wechseln. Endmaschine abschalten. Ich habe das Gefühl, funktioniert auch wieder nicht. Anschalten. So, ja, jetzt geht er runter. Unglaublich, der war echt oben. Der Helfer hat alles komplett ausgeschaltet, wo das Zeug gelaufen ist. Und ich musste es zuerst noch mal ausschalten, wo es eigentlich schon. Nochmal einschalten, wo es schon ausgeschaltet war. Keine Ahnung. Ja, jetzt geht's wieder gut. Okay. Das ist das Wichtigste, dass wir da funktionieren. Ja, weißt du, dann da kannst du nur wählen, hochheben, dabei ist er schon oben. Ja, vielleicht auch noch so ein, zwei Bugs mit drin. Mhm. Ja, doch, ist doch noch mehr, wie ich dachte. Ja, doch noch zwei, dreimal fahren. Boah, der fährt einmal hier und her und ist schon sozusagen voll. Ja. Zuckerrüben hier. Ja, ich weiß. Einmal unter, glaube ich, 70%. Ja, Tatsache. Ja, gesagt, man ist gut, dass man den Max dran drückt. A funktioniert oder mit Helfer und B hat er, glaube ich, weiß ich gar nicht, 40.000 Liter Tank oder sowas. Okay. Da kann man was mitnehmen. Ja. 30.000, ich weiß es gar nicht so genau. Irgendwas in die Richtung. So. Es läuft hier. Sehr gut. Ja, vielleicht jetzt vielleicht noch was anderes. Inzwischen ist es wahrscheinlich schon soweit. Du hast ja mal wieder ein neues Let's Play bei dir am Start. Wo du gerade heute mir erzählt hast, dass du Erlaubnis gekriegt hast? Nee, das wird wahrscheinlich nicht im Start sein. Nicht? Also, okay. Gut, dann sagen wir es anders. Was hast du dann als nächstes vor zu Let's Playen, wenn es noch nicht läuft inzwischen? Das weiß ich noch nicht so genau. Okay, der lässt mich jetzt echt auffahren, unglaublich. Nee, ich weiß nicht, was du raus willst, aber ich weiß. Du weißt noch nicht, ob du es wirklich bringst. Ne, ich bring's definitiv, aber ich weiß noch nicht wann. Eben, darum sage ich ja, was hast du vor, demnächst zu Let's Playen, sag ich jetzt mal. Multiplayer mit dem Dead Cells hinsammeln. Okay, auf das wollte ich nicht hinaus. Ich weiß, aber du hast mich ja gefragt. Also. Und bei Terraform Kraft kann sein, das läuft doch schon, wenn ihr das seht. Und ich weiß, du, Port Royal 3. Na okay, ja, das meinte ich eigentlich. Genau. Aber hey, ich hab's vorhin Let's Play, ich habe auch Erlaubnis gekriegt dafür, aber ich weiß noch nicht wann. Ein Bausimulator wird sich nächste 5, 6 Folge, 7 Folge dann beendet sein. Also beendet Spiel zu Ende oder der Let's Play? Let's Play zu Ende. Okay. Wenn man dann alle Baumaschinen besitzt und dann. Die Aufträge wiederholt sich ja dann ohnehin. Letztendlich sind ja die ganzen Simulatoren sind ja letztendlich endlos spielen. Ja, das ist so, da kannst du dann einen riesen. Kannst du ewig weiter spielen, letztendlich. Aber ich setze mir halt selber dann auch, wie hier, haben wir ja das Ziel, alle Felder zu besitzen, zu bearbeiten. Darum habe ich mir da eben auch Ziel gesetzt, alle Maschinen zu besitzen. Oder auch bei Train Fever wird demnächst, denke ich mal, auch beendet sein, wenn wir alle Städte angeschlossen haben. Das war auch so ein Ziel von mir. Und dann so sowas können wir schauen, wie jetzt die Gilde weiterläuft. Da kann man jetzt
Also aber von Aufnahme da mehr auf morgen kommt die zweite Folge. Also bei euch, wir haben jetzt heute 26. Januar. Wenn ihr die Folge seht, sind wir wahrscheinlich nochmal 10-12 Tage älter. Genau. Was ein bisschen Anhaltspunkt hat, wo wir gerade stehen, datumsmäßig. Genau. Ja, bei mir ist ja nicht anders. Ich habe ja auch ein bisschen meine Videos ja zurückgeschraubt, nur noch 2 Videos pro Tag. Und jetzt im Endeffekt, nach einer Woche, muss ich Resonanz sagen, hat sich gelohnt. Okay. Wobei, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt erst Stranded Deep angefangen zu spielen. Inzwischen läuft es ja auch schon eine Woche wahrscheinlich. Und das ist halt noch zusätzlich, dass noch läuft. Ja, ich werde wahrscheinlich Shadow of Mordor auf den entsprechend weniger bringen, weil das natürlich auch viel zu wenig angeklickt wird. Dementsprechend ist es schade, wenn da auch mal ein Tag 1 kommt. Ich sage ganz ehrlich, die Gilde hat die erste Folge, die hat 5 Klicks, und aber mir macht Spaß und deswegen spiele ich es. Ja, das ist bei mir Shadow of Mordor auch so. Und im Moment habe ich noch ungefähr so 10, 15 Folgen gehabt vorproduziert. Ja, meistens, wenn ich mal spiele ich gleich mal 2-3 Stunden, weißt du? Okay. Und Problem ist, dass wir. Ja, und vor allem, wenn du dann irgendwie, weißt du, Lust gehabt hast, 2-3 Tage hintereinander am Abend eine Stunde, 2 gespielt und aufgenommen. Ja. Und du bringst jeden Tag ein Video, dann hast du natürlich einen extrem weit voraus, weißt du? Richtig. Wir haben übrigens gerade Premiere gehabt, gell? Was? Eine Premiere in diesem Let's Play hier. Was ist passiert? Erst einmal einen Traktor tankt. Oh, GZ. Ja. Ich darf schon wieder abtanken, unglaublich. GZ. Ich hab's sogar mal frühzeitig gemerkt, unglaublich. Ja, nicht erst, wenn schon nicht mehr abgebaut hat. Oh Mann, komm. Oh, willst du mich verarschen, ich bin zu weit weg, ey. Ja, das ist alles gerade noch so ein bisschen. Ich will eigentlich so viel machen, aber. Immer noch mehr zu, ja. Das geht einfach nicht. Ja, erstens mal, ich sag mal so, meistens ist ja nicht am Anfang das Problem, sondern das Problem besteht, kommt erst dann, wenn plötzlich die Folgen, die man vorproduziert hat, gleichzeitig zu Ende sind und man dann so viel auf einmal aufnehmen müsste. Vor allem habe ich jetzt angefangen, also. Am 26. kam die erste LS-Folge mit Full HD. War die erste Folge überhaupt, die ich in Full HD aufgenommen habe. Ja. Da wurde natürlich gleich 6-mal so lang. Ja, das ist so. So wie die Bearbeitung hochlade, ich bin ein Rentnerschrock, ne? Also ja. Letzte Aufnahmesession bei uns, wo wir mit Playonko gespielt haben, habe ich eine Stunde am Stück aufgenommen. Ich hatte da ungefähr 2 Stunden zum Rendern. Okay. Ich bin ganz erschrocken, ich habe normalerweise mit der LS15 Nordheide, was jetzt momentan gerade läuft als Singleplayer-Projekt, nehme ich normalerweise 5 Minuten zum Rendern und 5 Minuten zum Hochladen. Oh ja, das ist natürlich Traum. Nochmal bearbeite und jetzt habe ich heute für Nordheide. Also mal war die Datei 1,5 GB, 16 GB groß. Ja, dann wirklich 20 Minuten, 25 Minuten braucht, um die Folge zu rendern und dann nochmal 30 Minuten, um hochzuladen. Alles okay. Extrem. Also ich hoffe, es macht sich wirklich bezahlt, der Mehraufwand. Und ich hoffe, man sieht es auch bei dem Video. Wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen, ich warte mal immer noch auf. Ich hoffe, es kam jetzt ein bisschen Feedback. Auch jetzt nehme ich hier wieder die Folge auch in Full HD auf. Und es ist jetzt halt komplett Neuland für mich. Mhm. Ich habe die letzte im Aufnahmesession mit PlayOnCo habe ich ja da noch mit Fabs aufgenommen. Und da war ja wirklich die Stunde Video war satte 320 GB groß. Ja gut, ich meine Fabs ist natürlich auch. Ja, jetzt nehme ich mit XSplit auf. Ich habe es wieder versucht, weil das war, ging beim alten Computer nicht mehr, da bin ich die ganze Zeit rausgeflogen bei LS, aber ich glaube, da war wirklich ein Speicherproblem, weil ich zu wenig Speicher auch hatte. Aber jetzt läuft es hier ohne Probleme. Aber wie gesagt, Fraps ist ja bekannt dafür, deswegen ich habe... Ja, du hast halt wenigstens Qualitätsverlust, aber er frisst halt extrem viel
Ressourcen auch vom Rechner her, erstens mal. Und halt, wie gesagt, der Datenfluss ist halt gigantisch. Also ich schaffe es nicht, wenn ich ein Video mit Fraps aufnehme, Full HD, mit 60 Bildsekunden, ich kann es nicht flüssig abspielen auf dem Computer, weil die Daten auch gar nicht so schnell gesendet werden können, verarbeitet werden können, wie der aufgenommen hat. Das ist schon krass. Ey. Erst nachdem ich gerendert habe, kann ich es flüssig anschauen. Okay. Ja, aber du hast echt recht gehabt. Wir schaffen es nicht mehr, oder ich schaffe es nicht mehr, in dieser Aufnahme-Session hier das Feld zu räumen. Du schaffst es so noch, so wie es aussieht gerade. Ich stecke das letzte Meter. Genau, ich schaue jetzt gerade noch zu den letzten Meter und fange dann schon mal an, mich zu bedanken, dass ihr so lange zugeschaut habt bei unserer Häcksel- und Erntefolge hier, sage ich jetzt mal. Und ja, ob wir das Zuckerrübenfeld wirklich abbauen, werde ich mir dann noch anschauen. Das überlegen wir uns noch, ja. Das, ja, wir mit dem Volland oder mit dem Kuba. Genau, irgendwie werden wir das schon wegkriegen. So, das war's. Ja, das war's auch mit unserer Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch uns ein Like da und schaut auch beim nächsten Mal rein. Vielleicht haben wir es dann sogar mit einem Helfer dabei. Dementsprechend könnt ihr euch auch gerne, nicht für die nächste Session, aber für ein anderes Mal auch bewerben und anschauen, wenn ihr Lust habt mitzumachen. Natürlich. Weil vermutlich, wenn die Folge hier kommt, haben wir bereits schon den ersten aufgenommen. Denke ich auch, ja. Aber wie gesagt, schreibt uns an, schreibt einen Kommentar, wenn ihr Lust dazu habt. Wichtig ist halt wirklich, dass ihr Möglichkeit habt, im Test mit uns zu sprechen und dass die Qualität einigermaßen okay ist, nicht ein Dauerrauschen oder Piepen drin und so, weil wir möchten ja, dass sie online stellen und möchten unsere Zuschauer nicht vergraulen mit Gästen, die man sich hier anhören kann. Aber das schaffen wir selber ganz alleine. Genau, wir können. Die Leute, die jetzt noch zuschauen, sind eh der harte Kern. Genau. Und ja, da würde das eigentlich auch nichts ausmachen. Nee, Schatz. Gut, ich gebe das Wort an unseren Schwarmboy. Ja, es ist eigentlich schon alles gesagt. Ich schließe mich an. Hinterlasst uns eine Bewertung und einen Kommentar. Schaut bei mir jeweils einfach vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns einfach übermorgen wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin, danke euch. Tschüss.